Geboren 1867 in Königsberg, beschäftigte sich Käthe Kollwitz früh mit der Kunst. Sie wurde in Zeichnen und Malerei ausgebildet. Später widmete sie sich der Druckgrafik. Ihre Ausbildung unterschied sich kaum von den anderen Frauen, die eine künstlerische Karriere einschlagen wollten. Unsere Expertin ist Frau Dr. Susanne Schwertfeger. Sie studierte Kunstgeschichte, Ur- und Frühgeschichte, klassische Archäologie und alte Geschichte. Sie ist Lehrbeauftragte am Kunsthistorischen Institut der CAU. Diese Unterrepräsentation hat ganz unterschiedliche Gründe. Das ist 1972 schon in einem sehr guten Aufsatz von Linda Nocklin mal auseinanderdividiert worden, der den Titel trägt, warum gab es eigentlich keine großen Künstlerinnen? Und darin zeigt sie sehr überzeugend auf, dass unter anderem schon diese Frage nach dem Wert der Kunst, nach den Hierarchien, die wir bestimmten Gattungen zuschreiben und natürlich nach den Institutionen, die mit Kunst zu tun haben, also Museen, Ausbildungsstätten und ähnliches, dass dort natürlich eine Männerdomäne herrscht und dementsprechend die weibliche Position zwangsläufig unterrepräsentiert war. 1898 gewann sie künstlerische Anerkennung mit der Folge ein Weberaufstand auf der großen Berliner Kunstausstellung. Weiter folgten Würdigungen wie der Villa-Romana-Preis, Mitgliedschaften in anerkannten Künstlervereinigungen sowie Aufenthalte im Ausland, als auch Kontakte und Ausstellungen in renommierten Kreisen. Das kann man eigentlich nicht unterschätzen, weil sie eben auch eine der ersten Künstlerinnen ist in Deutschland, eben neben Modersohn Becker, die wir als einzelne Stimme, als einzelne Position namhaft fassen können, die sich ganz dezidiert mit den sozialen Themen ihrer Zeit auseinandergesetzt hat und auch in einer Dramatik und einer Emotionalität und Rationalität, aber auch gleichzeitig, die sie aus der Gruppe der Kunstschaffenden in dieser Zeit durchaus hervorhebt. Das heißt, sie hat sich dem Elend gewidmet, sie hat sich dem Alltag gewidmet und hat dadurch auch einen großen Anteil in der Idee von der Zeit, die wir heute besitzen. Und sich in einem Medium wie der Grafik zum Beispiel, sich zu behaupten, mit diesen Themen zu behaupten, das spricht schon für ihre Qualität auch in der damaligen Zeit. Sie wurde in die Akademie der Künste aufgenommen. Die institutionelle Einbindung Kollwitz wurde als eine inhaltliche Neuausrichtung der Akademie inszeniert. Der Fokus lag auf der Integration der Frauen in den akademischen Betrieb sowie die weltanschauliche Abkehr von den schönen Künsten der Akademie des Kaiserreichs, als auch auf der bewussten Entscheidung für eine volksnahe Kunst. Generell, also sie hat, wenn man so sagen möchte, weibliche Themen, wobei das natürlich schwierig ist, aber so etwas wie Mutterschaft oder gerade die Schwierigkeiten in dieser Zeit, einen Alltag zu bewältigen. Das hat sie stark thematisiert und sie hat sich generell übergeordnet für eine bestimmte Klasse eingesetzt, in der die Frauen eine wichtige Rolle spielten. Erst 1893 erreichte sie mit ihrem sechsteiligen druckgrafischen Zyklus Die Weber einen Erfolg. Ihre Inspiration für den Zyklus war die Uraufführung des gleichnamigen Stücks von Gerhard Hauptmann. Mit ihrem Weber-Zyklus gelang ihr der künstlerische Durchbruch, der sich auch auf ihr berufliches Fortkommen auswirkte. Also sie hat ja zum Beispiel den Weber-Aufstand dazu gearbeitet, in der sie unter anderem sehr schön diese Themen verbindet, nämlich einerseits das auf die Straße gehen, das aktiv werden und das vor den Toren demonstrieren, aber auch das im Heimischen weiterarbeiten müssen und das Elend, was die Kinder zum Beispiel erleiden. Und sie gehört ja damit so ein bisschen zur ersten Welle des Feminismus in Deutschland. Und da spielt sie eben auch eine wichtige Rolle. Und da geht sie mit ihren Themen tatsächlich dementsprechend rein. Aber das kann man durchaus erweitern auf generell die Frage, inwiefern soziale Klassen eine Rolle spielen und welche Rolle die Frauen wiederum innerhalb dieser Klassen und Milieus spielen. So gesehen waren die Leistungen von Männern und Frauen im kulturellen Bereich zwar gleichwertig, aber nicht gleichartig. Die Schöpfungskraft eines Künstlers resultierte aus dem Genie, das zu besitzen nur den Männern vorbehalten sei.
Die Schöpfungskraft der Frau wurde der Mutterschaft, der kulturellen Aufgabe zugesprochen. Käthe Kollwitz konnte durch ihren Ehrgeiz und Durchsetzungswillen kontinuierlich an ihrer Karriere ausbauen. Ihr gelang dies auch durch die sozialkritischen Themen in ihren Werken. Sie setzte sich im Verlauf ihrer Karriere für Humanität, Frieden und Gerechtigkeit ein und verurteilte aufs Schärfste die Ausbeutung und Not der Arbeiterklasse. In der Zeit des Nationalsozialismus blieb Käthe Kollwitz mit ihrem Ehemann in Berlin. Trotz der Einschränkungen wurde ihr erlaubt, sich künstlerisch zu betätigen. Der Ausschuss von Käthe Kollwitz wurde von der rechten Presse mit Bedauern kommentiert. Käthe Kollwitz ist zwar Kommunistin, aber sie ist eine volkshafte deutsche Künstlerin. Wir bedauern es sehr, dass sie sich so leidenschaftlich für Kommunismus einsetzt. Die deutsche Künstlerin möchten wir trotz diesem Irrtum, wenn auch nicht mit all ihren Werken, für das ganze deutsche Volk erhalten wissen. Bei Heinrich Mann ist die Situation ganz klar. Er hat stets zu den Dichtern gehört, die sich an nationaler Würdelosigkeit nicht genug tun konnten. Anders liegt der Fall bei Käthe Kollwitz. Ohne Zweifel ist sie eine große Künstlerin, die es in meisterhafter Weise verstanden hat, ein Bild der leidenden Menschheit zu zeichnen. Es ist bedauerlich, dass diese hochbegabte Künstlerin sich zur parteipolitischen Propaganda missbrauchen ließ. Man wird auch in Zukunft ihre große Begabung von ihrem merkwürdigen politischen Verhalten unterscheiden müssen. Unsere Achtung wird der Künstlerin Käthe Kollwitz entgegengebracht werden. Trotz dieser Bedenken über ihre politische Zuverlässigkeit wurde sie in die Reichskammer der bildenden Künste aufgenommen. Die Ausstellungen Entartete Kunst und Große Deutsche Kunstausstellung verdeutlichten den Künstlern ihre Positionen im System. Käthe Kollwitz wurde jedoch bei keiner der beiden Ausstellungen vertreten. Wenn man dieser Kategorisierung folgt, so wird sie weder ganz anerkannt noch eindeutig abgelehnt. Im Gegensatz zu anderen Künstlerinnen erhielt sie nie ein Arbeitsverbot. Eine direkte Zusammenarbeit mit den Vertretern des nationalsozialistischen Regimes lehnte sie jedoch ab. Kollwitz bemühte sich, direkte Konflikte zu vermeiden und schwieg, um nicht aufzufallen. Sie blieb auch ein Mitglied der Reichskammer, abonnierte die Kunst im Reich und beriet Künstlerkollegen, die sich um staatliche Großaufträge bewarben. Im Stillen arbeitete sie weiter. Im Sommer 1940 stirbt ihr Mann. Im Herbst 1942 fällt der älteste Enkel. Ein Jahr später wird ihr Berliner Atelier mit Teilen ihres Werkes bei einem Bombenangriff zerstört. Innerlich vereinsamt stirbt Käthe Kollwitz wenige Tage vor Kriegsende am 22. April 1945 in Moritzburg bei Dresden. Heutzutage haben Künstlerinnen bessere Bedingungen als Käthe Kollwitz zu ihrer Zeit. Auch wenn Frauen erst ab 1920 an den Akademien zugelassen wurden. Als es dann möglich war, an Akademien Unterricht zu bekommen, waren sie aber von bestimmten Klassen ausgeschlossen. Zum Beispiel von der Aktklasse, weil das eben als nicht schicklich galt, Frauen mit einem nackten Menschen, einem nackten Mann innerhalb eines Raumes allein zu lassen. Und das heißt, dass sie dort speziell auch in bestimmte Genre und Gattungen gedrängt wurden. Also zum Beispiel eher das Stillleben als Thema hatten, als zum Beispiel die Historienmalerei, die natürlich höher angesehen war. Und dem Stillleben spricht man ja so ein bisschen die Tiefe ab. Und insofern ist das also eine Bewertung, die schon sehr lange zurückreicht und wo wir schon sehr lange eine Tradition haben, die sich natürlich bis ins 20. Jahrhundert fortgeschlichen hat. Wenn man von der Unterrepräsentation spricht, so darf man nicht vergessen, welche Strukturen dahinter stehen. Und eine sehr wichtige Zäsur ist die im 19. Jahrhundert, wo das Museum oder viele Museen sozusagen als ein Ort der Selbstvergewisserung entsteht, eine wichtige Funktion für die Nationsbildung einnimmt und dort sichtbar sozusagen in eine hegemonale Macht- und Herrschaftsstruktur eingebunden und eingebettet ist. Die Darstellung der Geschichte in den Museen scheint fast immer die Wahrheit und die damalige Realität der Dinge abzubilden. Jedoch muss auch die Struktur des Museums und des Sehens hinterfragt werden. Die Unterrepräsentation der Frauen sowie geschichtliche Makel werden erst seit kurzem in den Museen kritisch betrachtet. Das Museum ist nur ein Ort von gesellschaftlichen, sozialen, geschlechtsspezifischen Ungleichheiten. Aber es ist ein spannender Ort, das Museum, weil es eben einerseits ja gewissermaßen ein gültiges Wissen ausstellt und andererseits genau dieses Wissen auch zur Disposition und zur Diskussion stellt. Das heißt, das Museum
wird eigentlich nicht mehr als ein Abbild von Gesellschaft verstanden, sondern als ein Ort der Verhandlung und Aushandlung dieser Verhältnisse. Und deswegen muss man, wenn man sich mit Geschlechterverhältnissen oder Ungleichheitsverhältnissen beschäftigen will, immer auch die spezifische Eigenart des Museums in der historischen Bewachsenheit, aber auch in der medialen Anordnung berücksichtigen. Dr. Daniela Döring ist wissenschaftliche Koordinatorin und Postdoktorandin am Forschungskolleg Wissen ausstellen. Als Mitarbeiterin im Stadtmuseum Berlin, am Braunschweiger Zentrum für Gender Studies sowie am Institut für Künste und Medien der Universität Potsdam war sie wissenschaftlich, kuratorisch und lehrend tätig. Diese unterschiedlichen Geschlechtervorstellungen im Museum muss man erstmal diskutieren. Und für diese Diskussion ist in der alltäglichen Arbeitspraxis oftmals keine Zeit. In vielen Museen findet man heutzutage verschiedene Aspekte der Beschäftigung mit der Geschlechtergerechtigkeit. Zumindest kommt es einem so vor. Aber entspricht es auch der Wahrheit? Ich würde sagen, Geschlechtergerechtigkeit schreiben sich sehr viele auf die Fahnen. Trotzdem würde ich behaupten, dass es Einzelfälle bleiben und sozusagen punktuelle Veränderungen zu verzeichnen gibt. Es gibt auch für mich persönlich so Leuchttürme, wie zum Beispiel das Technische Museum in Wien, die kürzlich in einer Jobausschreibung für die Kuration der Alltagssammlung eben explizit einen Geschlechterschwerpunkt eingefordert haben. Das ist zum Beispiel auch ein Ausnahmefall. Die Geschlechterkompetenzen werden so gut wie nie in Ausschreibungen eingefordert oder sozusagen als wünschenswert markiert. Auch wenn die Gesellschaft sich kritisch mit einem Gegenstand auseinandersetzt, so heißt es nicht sofort, dass die Umsetzung auch einwandfrei funktioniert. Das ist vielleicht, es ist ein ganz großer Erfolg und ein ganz großer Schritt in Richtung Geschlechtergerechtigkeit und Diversität. Vor allen Dingen diese veränderte Personalpolitik zu beobachten, also die Diversity-AgentInnen, die in den Museen dafür sorgen sollen, dass ihre Zielgruppen, das Publikum, das Programm und das Personal vielfältiger wird. Zugleich ist die Kritik von außen auf diese Weise so ein bisschen in die Institution gewandert und wird dort natürlich auch von der Institution einverleibt und in ihrem Sinne gesteuert. Also sozusagen da ist immer die große Frage, kann man in einer hegemonalen Institution antihegemonale Erzählungen und Politiken betreiben? Dafür kann man nur viel Durchhaltekraft und viel Experimentierwille und viel eine große Reflexivität und vielleicht auch möglichst viele Debatten und Kontroversen wünschen, um diesem Ziel etwas näher zu kommen. Ebenso können wir heutzutage auch weitere Schwierigkeiten im Museum vorfinden. Und diese Problematiken in den Sammlungen, die haben wir nicht nur in Zeiten des Nationalsozialismus, aber auch weitergehende Unrechts- und Gewaltkontexte, in denen das Museum verstrickt ist. Und mit dieser schwierigen Geschichte muss es heute arbeiten. Unsere Expertin ist Pades Azadeh. Sie studierte von 2013 bis 2020 an der Mothesius Kunst und an der CAU Philosophie, beides auf Lehramt. Sie war an der Mothesius in der Medienklasse und hat parallel zum Studium als freie Künstlerin Projekte mit Geflüchteten gemacht und Workshops gegeben. Seit 2018 wohnt sie in Hamburg und macht momentan ihr Referendariat. Sie arbeitet mit Rauminstallationen, Performances, Video sowie Fotografien. Momentan beschäftigt sie sich viel mit den Themen Wohnen, Heimat, Migration und Feminismus. Ich finde, dass im Allgemeinen eine Tendenz zur Gleichberechtigung herrscht, aber in Ausstellungen, wo Sachen präsentiert werden und verkauft werden, immer noch mehr männliche Positionen zu sehen sind. Ich würde sagen, das hat auch einiges mit dieser Gleichberechtigungsparagraphen zu tun, der eingeführt wurde, dass mehr Stellen von Frauen auch besetzt werden in hohen Positionen von Galerien oder öffentlichen Dienst. Und die stellen dann auch wiederum Frauen ein, öfter oder achten mehr darauf als die männlichen, die diese Rollen besetzt haben, sehr lange.
Wer die Namen der teuersten Künstler seit der Moderne, von Pablo Picasso über Andy Warhol zu Gerhard Richter, Damian Hirst herunterspülen kann, dem fällt auf der Seite der Frauen vielleicht noch Frida Kahlo ein. In der Zeit, die ich studiert habe, was mir sehr oft aufgefallen ist, dass ich in der Kunstgeschichte, in Seminaren, in allen möglichen Sachen immer über männliche Künstler gelernt habe und relativ wenig über weibliche Künstlerinnen oder nicht männlich gelesene KünstlerInnen. Und dass ich deshalb immer bei der Frage, wer meine Vorbilder sind, immer so ein bisschen am Hadern bin, weil ich gerne irgendwie jemanden nennen würde, der weiblich ist, der queer ist, der irgendwie nicht männlich ist. Das mir aber super schwerfällt, weil ich darüber nie gelernt habe und gar nicht weiß, wen ich da nennen soll, weil mir komplett das Wissen fehlt. Während die Höchstpreise der genannten Männern zwischen 30 und 110 Millionen Dollar liegen, wurde Frida Kahlos am höchsten bewertetes Gemälde 2016 für 8 Millionen Dollar verkauft. Ob in New York, Berlin oder Basel, rund 2/3 aller Galerien vertreten mehr Männer als Frauen. In dem, was verkauft wird und in dem, was ausgehängt wird in Verkaufsflächen, mehr männliche Positionen und auch, dass die mehr wert sind, wie ich am Anfang ja schon meinte, für die Galeristen. Generell Gender Pay Gap gibt es auch in der Kunst. KünstlerInnen verdienen prozentual sogar noch weniger als angestellte Frauen, Flinterpersonen im Vergleich zu männlichen Personen. Dorothee Brübach lebt in Kiel und ist seit 5 Jahren Mitglied von einem freien Künstlerinnenkollektiv im Atelier Umraum in Kiel und arbeitet dort unter anderem im kuratorischen Bereich. Mir aufgefallen ist, dass hauptsächlich Männern oder männlichen Studierenden es viel leichter fällt, auch so Kuratoren oder irgendwelche wichtigen Leute bei Ausstellungseröffnungen zuzugehen, wenn sie so Connections suchen und sich da vorzustellen und auch um sich selbst Werbung zu machen. Dieses, hey, ich bin cool, hör mir zu, ich mache das und das, ich würde gerne mal ausstellen, kennst du da jemanden? Andere Leute zum Leuchten zu bringen, als sich selber zu präsentieren, weil das dann eher so als schwierig oder als aufdringlich oder zickig gilt. Und Männer halt eher so sagen so, hey, ich bin der coole Typ, beachte mich. Und wir sind halt dann direkt gleich schwierig oder zu laut. Direkt so bossy und dann ist bossy auch nicht mehr was Gutes, sondern ist bossy auf einmal was Schlechtes, was einem die ganze Zeit so angelastet wird. Es gibt natürlich aber auch eine Reihe von Sonderausstellungen oder auch Überarbeitungen in Ausstellungen, die mit dem Begriff oder mit dem Konzept Geschlecht arbeiten. Aber auch hier ist eben die Frage, verbleiben diese Themen in den Formaten von Sonderausstellungen oder gehen sie strukturell in das Museum ein? Und von einer strukturellen Relevanz des Themas im Museum sind wir sehr, sehr weit entfernt. Jahrelang wurden Künstlerinnen ja geheim gehalten, indem ihre Männer unter ihrem Namen ausgestellt haben. Dies fing ja schon bei den Bildhauermeistern an, die ihre Studentinnen gar nicht erst veröffentlicht haben und sich dann an deren Sachen bereichert haben. Als Gegenbewegung finde ich heute die Präsentation ausschließlich weiblicher Kunstwerke ziemlich gut und als Künstlerin auch empowernd. Lisa Kanauke, eine Freundin von mir und ich, wir sind beide im Atelier Umraum und haben letztes Jahr eine Ausstellung organisiert, die Female Invasion hieß, die auch wahrscheinlich jetzt eine Reihe wird, wo es halt darum ging, weiblich gelesene KünstlerInnen ausstellen zu lassen, ausschließlich. Ich habe das damals ins Leben gerufen, oder wir haben es ins Leben gerufen aus eigenem Antrieb, weil wir halt gesagt haben, es ist schade, dass so wenig weibliche Positionen gezeigt werden, wo doch so viele Leute studieren. Und die coole Sache machen, wir wollten die einfach supporten und denen eine Plattform bieten. Und ich finde das generell eine sehr gute Sache, aber ich finde das ganz gut, weil das dann so eine Akzentuierung schafft. Das ist so ein bisschen, ich blöder vergleiche, vielleicht wie die Frauenquote. Manchmal braucht es so ein Mittel, um das einmal vorzupushen. Die Repräsentation, das ist nicht unbedingt die beste Variante, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu schaffen, wo es doch in der Vergangenheit sehr, sehr lange fast ausschließlich männliche Ausstellungen gab. Nicht, dass ich sagen will, dass Auge um Auge, Zahn um Zahn eine gute Variante ist, das Problem zu lösen, aber vielleicht ist das zumindest temporär, um Aufmerksamkeit auf weibliche Arbeiten und weibliche Herangehensweisen zu legen, gar keine schlechte Möglichkeit. Außerdem finde ich es super cool, weil das halt dann weibliche Künstlerinnen oder Flinterpersonen ermutigt, auch mal zu sagen, ey, hier, das ist meine Arbeit, das kann ich habe das bei anderen schon gesehen, dass die auch so Ausstellungen gemacht haben, ich möchte auch ausstellen, ich mache coole Sachen, bitte zeigt mich. Anders geprägt hat und inspiriert hat. Ich habe mich getraut, Sachen auszustellen, die ich vielleicht nicht ausgestellt hätte, wenn
noch männliche Positionen dabei gewesen wären. Ich glaube, in öffentlichen Museen, was Thematiken angeht, wird das gerne auch aufgegriffen, weil es natürlich in ist. Es zieht Leute an, es zieht Geld an. Es steht jedoch immer noch eine Überzahl an Männern in wichtigen und entscheidenden Positionen im Kunstbetrieb. So sind vorwiegend Männer an der Spitze von bedeutenden Museen, als Kuratoren in Entscheidungsprozessen oder als Sponsoren und Händler zu finden. Dadurch dominiert auch ein von Männern geprägtes Sehen und Denken in der Kunst. Und ich denke, das wird sich ändern, weil, und das ist das, was dazu nötig ist, inzwischen eben dieser Blick sich verändert hat, dass wir nun explizit suchen nach den weiblichen Positionen, Namen hervorholen, die ansonsten vielleicht eher in der Peripherie genannt wurden, eher als Muse, zum Beispiel bei den Surrealisten oder beim Blauen Reiter, Gabriele Münter zum Beispiel, die ja schon länger einen größeren Platz in der Kunstgeschichte durchaus einnimmt. Aber dass man nun mal schaut, wen gibt es denn da und sich nun mit den Werken auseinandersetzt. Bei den Kunstagenturen fällt es mir schwer zu glauben, dass da ein Wandel stattfindet. Die sind mir nämlich, glaube ich, zu sehr mit Geld verbunden. Und die Leute, die Geld ausgeben im Kunstmarkt, sind immer noch die reichen alten Herren. Eher die Namen fördern, die schon bekannt sind. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Institutionen sich immer mehr bemühen, das so gleichberechtigt wie möglich zu gestalten. Und zumindest, wenn sie es nicht schaffen, manchmal sogar eine Erklärung daneben stehen haben, warum sie es nicht hinbekommen haben. Aber im allgemeinen Rad bewegt sich noch nicht so viel, habe ich das Gefühl. Und noch nicht genug, sodass sich die Frauen daran auch mal bereichern könnten. Man sieht also einen gewissen Wandel zur Geschlechtergerechtigkeit in verschiedenen Bereichen der Kunstbranche. Aber immer noch nicht genug, um über Gleichwertigkeit sprechen zu können. Bei Gleichberechtigung anfangen würde ich sagen, dass es grundsätzlich ideal wäre, wenn einfach alle Personen akzeptiert würden, dass sie Kunst machen. Also keine Herabwürdigung stattfindet, weil die Person eine blinde Person ist, weil die Person eine bestimmte Art von Arbeiten macht, sondern erstmal alle mit dem gleichen Maß bemessen werden. Das ist natürlich sehr utopisch, das ist sehr schwer einzurichten, aber es wäre schon schön. Und auch, dass dieses Ganze, die Kunstbranche ist ja sehr hierarchisch aufgebaut und dass man diese Hierarchien irgendwie versucht, so aufzubrechen, dass sie nicht Stolpersteine in den Weg legt, sondern eher Leute fördert. Dass man diesen Einstieg allein schon erleichtert, dass es nicht mehr so unangenehm ist, mit Leuten zu reden, dass die Leute, mit denen man redet, irgendwie offener sind, nicht einen von oben herab behandeln zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch schon so ist, aber es wäre auf jeden Fall ein super Anfang, wenn zum Beispiel bei Förderungen oder bei Residencies auf alle möglichen Formen von Inklusion und Gleichberechtigung geachtet würde. Personen mit Kindern oder Personen mit irgendwie Pflegeauftrag die Möglichkeit haben, ihre Care-Arbeit zu leisten, bevor sie eine Residency haben und eine bestimmte Art von Anforderungen erfüllen müssen, irgendwie sei es Arbeit, sei es Ausstellung, sei es irgendwie Kurse geben, dass das irgendwie so ein bisschen offener gedacht wird. Allgemein würde ich sagen, dass wir als Künstlerinnen auch mehr an unsere Kunst glauben sollten und müssten, um den Wandel zu bewirken. Wir sind auch ein Rad im Kunstgetriebe. Und aus diesem Grund ist die Beschäftigung mit der Ungleichheit der Geschlechter in der Kunstbranche von großer Bedeutung. Ob im Museum, Atelier oder im wissenschaftlichen Bereich, als Kuratorinnen, Galeristinnen oder Künstlerinnen, Frauen sind in verschiedensten Positionen tätig. Allerdings liegen immer noch viele Steine auf dem Karriereweg der Frauen, als man von Chancengleichheit sprechen könnte. Am Beispiel der bedeutenden Frauen der Geschichte wie Käthe Kollwitz ist es wichtig zu erkennen, welche Hürden Frauen in der Vergangenheit zu überwinden hatten und an welchen gesellschaftskritischen Aspekten man heute arbeiten muss. Speed it up and make